Okay, mein Lieber. So, wir gehen weiter. Aufgabe 2. Sogenannte Kleidungsstück oder Preisentwicklung des Kleidungsstückes. Das ist eine Aufgabe aus einer Prozentrechnung. Also diejenige, der jetzt hier so Prozentrechnung üben will und aus dem Grund hat diese Aufgabe bekommen, hat ja, wir werden jetzt ein bisschen so hier die Prozentrechnung üben. So, schön, das bitte ganz in Ruhe durchlesen. Erstmal überlegen. Was ist die Story? Ja, so. Am Ende des Jahres 2017 lag der Preis eines bestimmten Kleidungsstücks bei 49,9 Euro. Damit war es um 17,8% teurer als zu Beginn des Jahres 2017. Dazu mache ich meine Kommentare, also welches Land das war oder was für ein Kleidungsstück das war. Also, nehmen wir an, jetzt gibt es sowas, ja. Gut, das sind auch Übungen, das sind Aufgaben. So. Was ist zu machen? Ja? Aufgabenstellung. Berechnen Sie, um welchen Betrag das Kleidungsstück im Laufe des Jahres 2017 teurer geworden ist. Okay. Also das ist für die Story. So. Dass du nie anfangen zu rechnen. Taschenrechnen auszugeben. Nein. Nein. Erster Schritt. Wir übersetzen in Sprache der Mathematik diese Geschichte in unsere Symbolsprache. Ja, wie machen wir das? So. Na, lesen wir wieder. Also jetzt werden wir das Stück für Stück lesen. Am Ende des Jahres 2017 lag der Preis. Es gibt einen Preis. Es gibt einen Preis 2017 und sogar am Ende des 2017. Okay? So. Eines bestimmten Kleidungsstücks bei 49. Oh, zack. 49. Euro. So. Ein Preis. Diesem Zeitpunkt so viel. Wofür ist dieses Preis? Ist vollkommen irrelevant. Ob das ein Autostück ist, ob es ein Kleidungsstück ist oder irgendetwas irrelevant. So, dann gehen wir weiter. Damit war es um 17,8%, okay, das merken wir, 17,8% teurer als zu Beginn. Das Jahr, oh, zu Beginn des Jahres, ach, da gibt es einen anderen Preis, 2017, zu Beginn, oder Anfang, ja, kennen wir das? Kennen wir nicht. So, es ist zu lang, ja, ich mache einfach nur so, Preis Anfang, hier, das können wir auch abkürzen, lange. Preis Ende. Und was passiert zwischen den zwei Zeitpunkten? Natürlich ist es 17,8% teurer. Teurer ist wichtig. Also von hier auf hier, von Anfang bis Ende des Jahres plus 17,8%. Hat sich der Preis geändert. So, schaut mal das einmal an. Ja? Ist das nicht schöner und kürzer als die Differenzierung? Ja, aber wir bitte nicht vergessen. So, das ist das, was gegeben ist. Wir können hinschauen. Gegeben. Gegeben. Aber was ist gesucht? Berechnen Sie, um welchen Betrag das Kleidungsstück im Laufe des Jahres teurer geworden ist. Aha,
Der Preis hat sich geändert von hier auf da. Und dieses Unterschied, ja, also gesucht ist Preis am Ende minus Preis am Anfang. So, das ist wahrscheinlich eine positive Zahl, weil das ist plus 10%. Okay? So, wir haben jetzt hier diese Geschichte hier. Ja, ist schon viel kürzer. Oder? Ja, ist übersetzt. Und jetzt fangen wir noch immer nicht an zu rechnen. Ne? Sondern das Gehirn kann irgendwie mit Bildern viel gut, so leichte arbeiten. Machen wir nicht Skizze. Ja? Nennen wir so eine Skizze. Skizze. So. Zeitachse. 2017. Preis am Anfang. Preis A. So. Preis am Ende. Preis am Ende. So. Und das hier ist mehr. Das ist Preis am Anfang plus 17,8%, sagt irgendwie diese Story. Also, es ist gewachsen. 17 Preis am Anfang plus 17,8%. Das könnte irgendwie so irgendein Verkäufer sagen oder irgendwas. Oder beschwert sich der irgendwie der Hausfrau oder bei den Nachbarn. Ja. Und das ist der Preis am Ende des Jahres. Das kennen wir sogar. Wie viel ist es? Ja, da haben wir das. So. Und du siehst schon jetzt, boah, ja, da haben wir was. Das ist eine Gleichung. 49,9 ist gleich Preis am Anfang plus 17,8%. Und wenn wir diese Gleichung lösen, das können wir, und dann können wir berechnen, was wir gesucht ist. Boah! Also das, die Lösung ergibt sich aus der richtigen Übersetzung. So, also der Rest ist, was hier steht. Hier. Und diese Zahl ist nichts anderes als ein bisschen rechnen. Fertig. So. Also, 49,9%. Preis am Ende plus Preis am Anfang, Preis am Ende gleich Preis am Anfang plus 17,8%, also plus 17,8%, das musst du aber noch gar nicht sagen, okay, aber von was? Ja, also das ist natürlich von Anfangspreis, also können wir sagen, Preis am Anfang plus 17,8% von Preis am Anfang. So. Und jetzt kommt ein bisschen so der, naja, was ich Mathe gelernt habe. Ja, so. Also rechnen wir weiter. Preis am Anfang ist okay, plus. Ja, wie übersetzen wir das in der Mathematik? Ja, was sagen wir? Preis am Anfang dividieren wir mit 100. Das ist 1%. Das ist 1%. Aber davon haben wir 17,8. Ja, das ist 17,8 mal der Betrag für 1%. Ja, deshalb ist das Prozentrechnung nichts anderes als mit 100 dividiert. Preis am Ende kennen wir, also tun wir hier in den 49,9 gleich PA plus 17,8 mal PA durch 100. Boah! Voll super, das ist eine Gleichung mit einem einzigen Unbekannten, das kann man der PA berechnen. Und so tun wir das. So, was machen wir? Hier ist PA, da ist PA. Ja, sofort fährt ein, das können wir mal hier rausziehen und bleibt nur ein PA vor dem Klammer. PA aus PA raus und bleibt A. Ja, ein PA. Und hier PA ist weg, also 17 geteilt durch 100.
Das bleibt in der Klammer. Ja, dann rechnen wir mal der Klammer schön aus. Ja, 17,8 geteilt durch 100 ist 0,178 plus 1, ja, BA mal 1,178. Was voll einfach ist das. Ja? Also schreiben wir da hin. 49,9 gleich BA mal 1,178. Jim schreibt schon, oh, hey, wer ist das? Kann ich schon. Dividieren wir mal so. Das ist wunderbar. Janine und alle sagen, okay, dann geht es von der anderen Seite. Kennt ihr das mal? Dann geht es von der anderen Seite. Oder da haben wir gekürzt, nur für diejenigen, die das wissen wollen. Das ist weg, das ist 1 und dann bleibt hier. Also, der Preis am Anfang, ach, das ist die Buchzahl. So, jetzt kannst du den Taschenrechner zucken, ja? Das kannst du umstellen und kommt raus, 42 gleich 36. Ich habe hier eine Gleichzeichen gemacht, ja, weil wir haben den gleichen Betrag, was wir haben, ist Cent. Ja, das ist jetzt hier gerundet, ja, 36 Cent. Und da haben wir. Aber das ist nicht das Endergebnis, das ist nicht, was gesucht wird, sondern der Preis Ende. Das heißt, Preis am Ende minus Preis am Anfang, 49,9 minus 42,9, so 7,54 Euro. Das war's. Okay, meine Lieben? So, ich teste das. Also das ist jetzt hier in dieser ganzen Geschichte, was ich hier, was du lernen könnte oder merken könnte, ist nicht sofort auf den Taschenrechner zu stürzen und herumzutippen, sondern erstmal aus dieser großen Geschichte irgendwie eine Übersetzung machen in die Symbol, in die Sprache der Mathematik. Und wenn man das schön und aufmerksam macht, ergibt sich die Lösung, beziehungsweise der Lösungsweg von sich selbst. Gut, okay. Das wäre. Bis zur nächsten Aufgabe.